Hey, was geht, ihr Rankschwitzer und Lockerzocker? Und heute zeige ich euch, wie man mit Sledgehammer sich ein Loch in die Wand schlagen kann, das groß genug ist, um sofort durchgehen zu können. Das heißt, ihr müsst da nicht durchkriechen oder rüberklettern, sondern ihr schlagt drauf und geht sofort durch. Aber Achtung, es geht nicht bei allen Wänden. Es funktioniert zum Beispiel bei Wänden, die so aussehen, nicht, also die so eine komische Beschaffenheit haben, ja. Bei Garagen zum Beispiel, die so Querbalken haben, ja, das funktioniert auch nicht. Also ich habe es auch längst nicht bei allen Wänden getestet, aber bei denen ich es getestet habe, sage ich es euch zum Beispiel. Also diese Querbalken geht nicht. Wände, die zum Beispiel aussehen wie diese Wand hier, funktioniert das auch nicht. Ja? Aber jetzt erstmal zu dem, wie es funktioniert. Ihr geht an die Wand ran, guckt vom Boden ein bisschen nach oben, so einen Zentimeter ungefähr, und schlagt zu. Ja? Und wenn das zum Beispiel eine Wand wäre, bei der es möglich wäre, dann könntet ihr sofort durchlaufen. Bei dieser Wand, die so Querbalken haben, die Kante bricht da so oben so komisch und es reicht euch ein Millimeter nicht, um durchzulaufen. Ja? Also das heißt, eigentlich sieht es so aus, als ob ihr durchlaufen könntet, aber es reicht nicht. Und bei solchen Wänden sieht es zwar so aus, als ob, also so richtig, als ob man durchlaufen könnte. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Ihr müsstet auch hier sich ein kleines Stückchen ducken und durchlaufen. Aber bei Wänden, bei denen es 100% geht, sind solche Rehgipswände oder Wände, die zum Beispiel so längliche Balken haben. Ja? Bei diesen Wänden geht es 100%. Ich zeige es euch nochmal. Also, ihr schaut nach unten, dann aimt einen Zentimeter nach oben, schlagt zu und dann könnt ihr ganz normal durchlaufen. Schön in Ruhe. Oder ihr pusht da einfach durch. Zack, schlagen und sofort durch. Funktioniert beides. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn ihr die Bar stürmen wollt. Einer platziert so eine Drohne hier, checkt aus, ah, Strippe ist frei, Bar ist frei. Und dann rennt der Slash einfach durch, schlägt sich genau eine Wand, ein Loch in die Wand und kann direkt auf die Treppe nach unten nehmen oder Richtung Garage, falls da irgendwie einer durchläuft oder versucht noch abzuhauen, weil er gespottet wurde oder sonst was. Ja. Also merkt euch das. Wände, Rehgipswände oder Wände, die längliche Balken haben, bei denen geht es super easy und fast zu 100%. Also es ist sehr selten, dass es mal nicht funktioniert. Aber bei Wänden, die zum Beispiel auch so eine Doppelbeschaffenheit, sage ich jetzt mal, haben, die von einer Seite zwar länglich sind, aber von der anderen Seite so komisch, da geht es auch nicht. Ja, da müsst ihr auch aufpassen. Also da lernt ihr dann, denke ich mal, selber dazu, welche Wand geht und welche Wand geht nicht. Ja, da müsst ihr einfach ausprobieren. Aber bei denen, wenn bei denen es super geht und 100% sind so Längsbalken oder Rehgipswände. Ich zeige es euch nochmal. Zum Beispiel hier von beiden Seiten ganz normale Wand, die so Längsbalken hat. Ihr könnt mit einem Schlag, zack, aufmachen, sofort durchgehen. Hier nochmal, zack, aufmachen, sofort durchgehen. Ja, also ohne Probleme. Das klappt immer. Aber bei einer Wand, die zum Beispiel so aussieht, glaubt es schon wiederum nicht. Schaut, ihr schlagt drauf und da bleibt sogar der Boden stehen, zum Beispiel manchmal. Ne? Und bei Wänden, die so Querbalken haben, auch nicht. Ah, wow. Aha, okay. Naja, das ist jetzt dieser Vorführeffekt und das sind diese 10%, bei denen ich gesagt habe, weil eigentlich funktioniert das wirklich so gut wie nie bei solchen Wänden. Aber hier hat es jetzt mal geklappt. Aber bei Wänden, die so aus Regeln sind, da geht es auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ihr richtig draufschlagt, dann geht das super super. Zack, hier durch. Und hier ist auch noch so eine Wand, das zeige ich auch nochmal. Und boom, back ist die Wand, kann man einfach durchlaufen. Aber bevor ihr abhaut und das sofort online testet, zeige ich euch noch ein paar Spots auf dieser Karte, die ich mit Sledge gerne benutze. Zum Beispiel da oben, ja. Das Rohr, habt ihr das gesehen? Das geht ja nach oben in die Toilette. Also das ist das Abflussrohr von der Toilette. Ja? Also ungefähr wisst ihr, wohin ihr die Granate schmeißen müsst. Ja genau, Granate, weil da oben verstecken sich doch immer voll viele, wenn zum Beispiel Gefahrgutbehälter oder Bombe oder sonst was, ja. Da verstecken sich voll viele. Geht einfach von unten, kocht die Granate schön vor und sobald das Ding anfängt so schnell zu blinken, beim ersten Mal, wenn es schon so schnell blinkt, einfach sofort die Granate loslassen und nach oben werfen. Also wenn ihr den nicht tötet, dann verletzt ihr den mindestens und dann habt ihr den Boden noch aufgemacht und könnt ihr dann in den Gnadenschuss geben oder ihr tötet den sofort oder wenn es dort zwei Leute sind oder drei Leute, die sich verstecken, tötet ihr die sofort.
Ihr könnt den zerstörbaren Boden auch von oben nach unten benutzen, zum Beispiel wenn die unten eine Bombe haben oder wenn die einen Gefahrgutbehälter unten verteidigen. Ihr müsst nur wissen, wo. Zum Beispiel hier. Ihr geht hin, schlagt mit dem Hammer so ein bisschen links von der Linie. Ja, ihr müsst da ein bisschen gucken, so ausprobieren. Ihr schlagt zu und dann ist es sofort beim ersten Mal beide, die oberste Schicht und die unterste Schicht offen und ihr könnt sofort durchsprayen und den töten, falls er sich hinter der Bar versteckt. Oder falls er auf der anderen Seite der Wand ist, ne, bei der Bar kennt ihr ja, da wo die Stühle sind, da könnt ihr dann hier aufschlagen. Da müsst ihr dann direkt auf die Linie schlagen, auf der Höhe von dem Mülleimer. Dann gibt es noch einen anderen Spot, das ist der hier, da wo dieser Spielautomat, dieser Musikautomat steht, da müsst ihr auch ein bisschen weiter links von der Linie zuschlagen. Okay, nochmal, komisch, ja wahrscheinlich so ein Bug, aber ihr wisst ja ungefähr wohin, ihr könnt da auch einfach direkt durchsprayen, also ihr müsst da nicht unbedingt aufmachen, sondern ihr könnt ungefähr durchsprayen, aber ihr müsst halt wissen, wohin ungefähr, ja, also hier ein bisschen links neben der Linie gucken und dann auf der Höhe der Matratze stehen und dann so schräg 45 Grad Winkel, würde ich jetzt sagen, und einfach mal durchschießen, ja, könnt ihr da ein paar wegholen. Hier links auch, falls die auf der anderen Seite der Wand sind, bei diesem Kleiderständer, da könnt ihr da auch durchschießen. Was noch ein guter Spot ist, wenn die zum Beispiel im Keller sind und da hinten unter der Luke stehen und auf die große Tür gucken, da könnt ihr hier ein Loch im Boden machen und dann so nach hinten gucken, weil wenn die da immer so rauskommen und picken an der Tür, da gucken die immer nach unten, die gucken nicht nach oben auf die Decke und dann könnt ihr sie schön holen zu zweit oder so. Einer lenkt den ab, sodass er mal gucken kommt und der andere geht die von oben holen. Oder ihr schießt einfach hier durch die Wand, ja, das mache ich auch ganz oft, wenn die nicht verstärkt ist, einfach mal ein bisschen sprayen, weil manchmal macht man da so ein Headshot oder manchmal fragt man die an, man hört es auch, weil das hört sich so an, als ob die Kugeln Fleisch treffen, ja. So, das sind die Spots. Also, falls euch das Video gefallen hat, benutzt den Daumen, abonniert wie immer. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß damit. Ciao. Okay, lass Smoke, zünde Smoke, schnell. Ja, Mann, jetzt, er hustet. Er geht weg. Oh mein Gott. Alter, übergeil.